Also ist das auch ein Endantwortschluss ohne dieses Anzeigen des niemals Beantwortens. Warum da keine Antwort darauf gegeben wird, warum aller Existenzialisierungswahrnehmungsmoment gleichzeitig wieder mit dem Verschwindens-, mit dem Vernichtungsmoment geschlagen ist und es doch nicht nötig gewesen wäre, die Wesen so zu quälen. Wird klar, dass ohne diesen endgültigen Todesschnittpunkt die ganze Kompetitionsaufführung, das ganze Orchester, das ganze Klavierkonzert in seinem virtuosen Moment, das ja immer nur jene einfache Angelegenheit ist, von der Bach spricht, im richtigen Moment die richtige Taste zu drücken. Da sind das sehr schnelle, manchmal synkopische Momente. Ohne diese Beschleunigungen, ohne diese Spannung der Sehne über dem Bogen, Toxon, Onoma, Bios, Ergos, Thanatos. Ergon, Thanatos. Also dieser Weltenbühnentheater, Erprobungs-, Lampenfieber, Weltbretter, berühmt, berüchtigt, Reichtums-, Spiel-, Strategiefeldboden erzeugt sich nur bei Menschen aufgrund des Aufklaffens der finstersten Seite der erlebten zwei Tode in ihren bodenlosen Verrats- und Verlassenheitsabgrundsfall. Ohne diesen Auswurf, der auch ohne das Aufspannen des Begehrens in drei Dimensionen nicht möglich gewesen wäre, gäbe es gar keine dreidimensionale Raumzeit, Vergänglichkeits-, Leiblichkeits-, Zugriffs-, Kairos-, Tüche-, Vorstellungen. Bis jetzt ist die Sonne noch nicht herausgekommen heute.